Who cares? Hier, jeder, der das Let's Play schaut und sich den Schatz dann selber holen will beim Spiel, dahin ist er. Viel Spaß, holt ihn euch. Mir ist er jetzt gerade recht wumms. Ich probier's das mal so. Ah, perfekt. So geht's auch. Dann gehen wir hier wieder nach oben. Ich hoffe. Ah! Oh, wuha! Tiger wieder. Nach den komischen Eidechsen kommen jetzt wieder Tiger. Super. Euch habe ich ja voll vermisst. Ah! Und der ist. Ja, hey, ich bin voll weggesprungen. So, komm, fall um. Komm, komm, schieß, schieß. So. Zum Glück nur einer. Aber wir haben jetzt eh wieder ein paar Medikits. So, hier wieder. Vasen destroying. Hua, Sprungkick. So, und der wird wahrscheinlich dann wieder der Schatz sein. Was? Vier Vasen und ein Schatz. So, dann nehmen wir uns halt mal ein Medikit mit. So, und hier geht's nach oben. Ist ja noch immer relativ gut erkennbar bei dem Spiel, wo es ungefähr weitergeht beim Klettern. Zumindest bis jetzt. So, und hier entlang und hier entlang. Und hier können wir uns fallen lassen. So, komme ich da hoch? Ich hoffe es. Bandsprung wahrscheinlich, oder? Ja, bestimmt. Machen wir das mal so. Hier, einfach mal wildes Button smashing. Smashing, ach, whatever. So, und hier, kommen wieder ein paar kleine Fledermäuse. Lecker. So, hier, Medikit. So, da ist ein Schatz. Halb so wild. Und hier, ja, lasst mich überlegen. Das sieht nicht so aus, wie wenn ich da hoch kann. Ich habe hier, also hier kann ich mich, okay, ich lebe noch. Kann ich hier entlang klettern? Nee, aber da unten geht's, da ist ein Dinger. Irgendwie, ich hoffe, ich kann mich hier festhalten. Gut, das hat geklappt. So, dann mal darüber. So, jetzt pass mal auf, hier ist eine Rutsche. Da unten. Dann will ich mal sagen, hier hoch, darüber. Da geht's nicht weiter. Da nach innen. Also wenn ich da runterrutsche, dann bin ich hier wieder unten. Komme ich hier auf die andere Seite? Ich hoffe. Nein, oder doch. Ah, okay, gut, dann passt es. Jetzt die Balance halten. Hallo? So. Auf die andere Seite springen. Na. Boah. Oh, juchu, lalala. Jetzt aber schnell hoch hier. Auf den Dinger da, oder? Aha. So. Gut, hier kann ich an die Wand, hier kann ich hoch. Da links kann ich irgendwas machen. Ah, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich gehe jetzt erstmal links rum. Ich hoffe, ich bereue es nicht, den Weg. Oder sag mal so, ich hoffe, der Weg ist einfach richtig. Da komme ich hin. So, da komme ich. Komme ich da hin? Ich kann ja nur darüber springen, aber was bringt mir das da drüben? Das bringt mir doch nichts. Ich probier's mal. Wo bin ich jetzt? Ah, sieht richtig aus. Yes, okay, gut. Sehr schön. Wir sind zumindest mal weiter oben. Hoffentlich ist hier als Checkpunkt registriert, falls ich noch runterfalle. So, dann können wir hier hin. Ja, sieht doch gut aus. Und jetzt sind wir eine Etage weiter oben. Und da lang. Ah, schon fast geschafft. So, da geht's, glaube ich, weiter. Ich schau mal hier, ob hier noch irgendwas liegt. Ah, hier können wir auch hoch. Oder sollen wir uns den Schatz holen, wenn der jetzt nicht so weit weg ist? Hier hoch und hier hoch. Ne, wo war denn der? Ach, egal. Ja, einmal umdrehen bitte. Uah! Ja klar, hier balancieren und Fledermäuse töten. Mache ich auch immer. Da lang. Wow, wow, na, verdammt. So, zum Glück fällt die da nicht gleich runter. Ganz runter. So, und jetzt hier hoch. So, sieht doch gut aus. Und, boah. So. Einmal hier. Da kann die doch hoch. Ach, die stellt sich wieder an. Ja gut, da muss ich hier. Ah, auf den Dinger da, auf den. So. Und. Na, Kamera. Auf den da, oder? Ja. Komm. So. Auf den. Und jetzt. Ah, meine Schulter. Rechts rum. Und ja, okay, ich glaube, wir werden unten. Wir müssen eh den Weg nehmen, weil unten rum hätte es wahrscheinlich nicht gereicht von der Höhe. Und jetzt hier ganz nach vorne und zack. So. Wieder ein Bereich geschafft. In den Ruinen.
Was haben wir hier? Nase juckt. So, lass mich überlegen. Den Sprung schafft ihr niemals, oder? Ah, hier. Ne, bringt auch nichts. Rechts auch nicht. Ich war jetzt erstmal hier. Hier ist eh ein Checkpoint. Okay, hat nichts gebracht. So. Ich hoffe, dass hier ein Checkpoint ist. Alles andere wäre komische Programmiererwelt. So, genau. Erstmal so schräg. Ja, geht doch. So, und dann hier rüber. Und dann hier lasse ich mich jetzt auch mal fallen. So. La, balancieren. Und dann hier rüber. Komm, Öpfele. Und hier rüber. So. Bis jetzt läuft es doch noch ganz gut hier, die Kletterpartie. Für die erste Aufnahme. Da muss ich, komme ich da hoch? Klar, das schafft die. Lara kann alles. So, mit viel Schwung müsste die das da schaffen darüber. Und eins und zwei und drei. So. Jetzt einmal hier nach rechts. So. Der Absatzbereich wäre auch geschafft. Machen wir mal wieder die Lampe an. Haben wir eh unendlich Batterie, so wie es aussieht. Und wieder Vasen zerstören. Mit dem Ziel auf, mit der Hoffnung auf einen Schatz. Eins, zwei, drei und in der vierten. Was? Kein Schatz? Okay. Bin wieder überrascht von dem Spiel. Oh. Oh, nein. Die schon wieder. Aber nur einer. Zumindest sehe ich bis jetzt nur einen. Und ein Grün und ein bisschen Trottel. Oh, zwei. Aber der ist auch noch grün. Ah, die Grünen konnten kotzen. Und die Roten sind, glaube ich, ein bisschen schlauer. Oder können zumindest springen eher auf einen drauf. So. Da haben wir einen Schatz als Belohnung. Ohne Vase. Ah, jetzt sind wir wieder im Standardbereich. Aber diesmal auf der anderen Seite. Und ich muss kurz... verdammt. Jetzt sollte eine Katze hinkommen. Ich will kurz aufstehen. Mein Oberschenkel tut weh vom Sitzen. Ach, Mann. Ich mache mir meinen Körper kaputt wegen euch. So. Machen wir hier. Der läuft einfach an mir vorbei. Hallo? So. Kurz mal schauen. Das ist jetzt, glaube ich, die andere Seite, wo wir ganz vorne am Anfang waren. Und hier bringt es uns auch nichts. Hier muss ich jetzt nicht nochmal testen, runter zu springen. Da unten haben wir jetzt wieder eine Waage. Oder so eine Ebene. Ich spring da mal rein. Ah! Und es passiert nichts so. Ah, doch! Ah! Zauberei! Die Statue hebt, senkt ihren Arm. Einer von vier. Na, wenn man vier Arme hat, kann man ruhig mal einen senken ein bisschen. Und reicht uns den kleinen Finger und hat da irgendeine Pizza zwischen den Fingern. Jetzt frage ich mich nur, ob ich hingehen kann, weil wenn ich jetzt nach oben gehe, ob das dann nicht hier wieder den Arm wegmacht. Ich probiere es einfach mal. Weil ich glaube, diese zwei Scheiben, die ich eingesammelt habe, kann ich da vielleicht einsetzen. Oder? Ja, sieht ganz gut aus. Hier, mal kurz wieder aus dem Nacken gezogen, ne, unterm Zopf versteckt. So, das wäre einer. Wahrscheinlich auf der anderen Seite ist dann der andere. Wie ich den auf der anderen Seite den Arm runterbekomme, muss ich noch schauen. Hier hinten war ich drin, oder? Ja, das waren die... Boah, ich dachte schon, die wird noch leben. Boah, Kamera. So. Das bringt nichts. Da unten hat es ein Medikit. Ich habe Fledermäuse. Ah, verdammt. So. Jetzt wartet mal, da kann man... Da kann man Schädel um... Schädel. Hebel umlegen. Vasen zerstören hier. Damit wir hier wahrscheinlich wieder hochkommen. So, komm. So. Jetzt gehe ich mal hier runter und gehe mal auf der anderen Seite wieder hoch. Hat sich hier was geändert? Nee, okay. Hier kommt man ja eh hoch. Oder auch nicht. Oh, nee, schon wieder Viech. So, aber die Grünen, die sind ja ein bisschen trottelig. Ah, da will er schon wieder kotzen hier. Lass das. Hallo, da steht X und... Na komm. Ich will da hoch. So, jetzt aber. Einmal ran. Hallo? So. Oh, Gottchen. Na gut, jetzt habe ich auch schon 2 Stunden aufgenommen. Kein Wunder, warum mir langsam alles weht. So, jetzt sind wir wieder hier oben. Und wir haben hier den Kaschen und wir haben diese Waage, die sich nicht bewegen lässt. Haben wir jetzt hier noch einen Arm? Ich hoffe es. Leider nein.
So. Kinders, habe ich hier irgendwo einen Hebel über... Ah, wartet mal, da kann ich hoch. Das könnte was bringen. Hier kann ich hoch. Ah, okay, und da... Ah, da kommen wir der Sache schon näher. Der Sache, welcher Sache? So, dann springe ich mal hier rüber. Vielleicht bringt es irgendwas. Und nochmal. Ja, da tut sich was. Der Arm senkt sich wieder. Und ich glaube, wir können jetzt hier den Käfig unter die Waage schieben. Wahrscheinlich, weil sonst, weil wenn wir nicht mal an dem Arm hängen, würde der Arm eher wieder zurückgehen. An dem Stab hängen, ihr wisst, was ich meine. Deswegen beeile ich mich jetzt mal und schieb den Dingens da drunter. Uah, beeil dich. Boah. Ja, da muss man aber auch schon vorher das Ding da hingeschoben haben, hey, sonst ist man ja zu spät dran. So, dann müsste diesmal klappen. Dann können wir nämlich die zweite Silberschale unter unserem Zopf hervorzaubern und hier oben einsetzen. Na, so. So, kurz gestreckt. So, jetzt haben wir hier die zweite Silberschale. Und ich glaube, dass das diese Spiegelreflektoren sind, die wir für da unten brauchen. Das heißt, wir müssen jetzt das System, also die Dinger, wieder umdrehen, damit die Arme wieder nach oben zeigen, weil da unten ist ja keine Sonne, kein Licht da oben, sondern nur da oben. Ich probiere es jetzt einfach mal hier, wenn es hier das Richtige ist, dann wird es auf der anderen Seite auch passen. Wegziehen. Ah, siehst du, Zauberei. Ich hoffe es zumindest mal, dass es jetzt das bringt, was ich mir wünsche. Und jetzt Fusion der zwei Hände und es passiert. Ah. Natürlich hier genau abgerechnet da unten auf die Plattform. Und hier so Erleuchtungsmelodie. So, dann lassen wir den nochmal gleich hier. Dann machen wir auf der anderen Seite auch nochmal so einen Wagen, so ein Dingens, den Switch da, so dass der Arm nach oben geht. Weil jetzt haben wir erst einen Leuchtstrahl, aber wir haben ja zwei Statuen, also brauchen wir auch zwei von den Leuchtstrahlen. Na, komm, hoch mit dir. So. Das ging ja hier recht schnell. So, einfach mal wahrscheinlich in die andere wieder reinspringen. So. Komm, Lara, ess ein bisschen mehr. So. So, und wir haben den zweiten Lichtstrahl. Und super spannende, weltbewegende Melodie läuft. So, hier rausspringen, hier festhaken. Und bergab geht's wieder. Und jetzt kommt der schwerste Teil des Levels. Hoffe ich mal nicht, aber keine Ahnung. Wir haben zwei Lichtstrahlen, wir haben ein Kristall. Oh, Clown, oh ja. Schmuck, juhu, ich mache mir eine neue Kette davon. So, nee, Level ist ja jetzt nicht so geil. Wir haben jetzt zwei Statuen mit Fächern. So, und die können wir hier verschieben. Und ich denke mal, dass die irgendwie die Lichtstrahlen reflektieren müssen. Die Frage ist nur, wie, und die Frage ist nur, wie rum ich die schieben muss. Das ist die Frage, die uns heute alle beschäftigt. So, weil wie ihr seht, so bringt es gar nichts. Ich probiere jetzt mal die... Man kann die ja dadurch, dass wir noch in der Mitte den Streifen haben, kann man die ja sozusagen um 180 Grad drehen. Und dann probiere ich jetzt mal, ob es so der richtige Winkel ist, damit das Licht draufstrahlt. Ja, seht ihr? Na, so. Bisschen zurück. So, das wäre eine, okay. Und jetzt die einfach irgendwie auf die andere Seite bringen. Es sieht, glaube ich, nicht ganz so schwer aus. Ist doch einfacher als gedacht. Und jetzt die hier so runter. Dann müsste eigentlich schon passen. Yeah! Und da wird die Stirn der Buddha-Statue beleuchtet. Und ein geheimer Gang öffnet sich.